Komm rein hier, damit ich gucken kann, wer du bist. Was bist du denn jetzt für einer? Hab ich was verpasst? Das Ding hat ein Einhorn. Das war kein Domhorn das gewesen, auch kein Pferd. Was für ein Bullshit. Ich bin maßlos verwirrt. So, geh kaputt, du scheiß Teil. Los. Kaputt. 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 Weglegen. Kaufen. Das hier. Kaufen. Kasse. Ja, passt. Giftteufel. Wir müssen darum rumherum unbedingt auch, Alter, ich will keine Socke haben. Wir müssen auch darum unbedingt einen Zaun bauen. Wir warten noch ein bisschen wegen diesem Giftgas, genau. Ein neuer Bewohner interessiert echt nobody. Und das ist das, was die Viecher ganz gerne machen. Die begeben sich immer ganz gerne in die Nähe von diesem Teil. Das ist nicht Sinn der Sache. Verkaufen. Das hier. Die Pflanze. Ist noch am Wachsen. Die Pflanze verkaufen, die Pflanze verkaufen. So. Kasse. Ja. Gretchen Fettchen. Okay, unnötig. Hallo Luda, ich bin die Jägerin Gemma. Wenn du ein Pirater gefangen haben möchtest, such einfach nach mir. Ich mag Piratas und deshalb fange ich für Gärtner auch nur die, von denen ich weiß, dass sie mit ihm klarkommen. Piratas, die schon mal bei ihr sesshaft waren, habe ich nicht klar ausgedrückt. Siggi. Wie gesagt, ich brauche jetzt, einen Zaun, ganz dringend. Hallo. Hallo. Hi, lass Geld da und dann? Nein, ich mach nur Witze. Lass dir Zeit. So, 25, okay. Zaun. Haben wir einen besseren Zaun jetzt? Noch diesen scheiß Maschendrahtzaun. Maschendrahtzaun in the morning. Maschendrahtzaun late at night. Warum nicht? Okay, wir haben jetzt neue bessere Gießkanne jetzt schon mal gekauft. Das ist schon mal ganz gut. Samen sind neue. Gemüse ist neu. Süßigkeiten sind neu. Gartenobjekte sind nichts Neues. Ich brauche einen besseren Zaun, Leute. Danke der Nachfrage. Schau mal wieder rein. Stammkunden kriegen das. Ha, vielleicht. Da muss ich tierisch aufpassen. Lass ich ein Bunny kommen. Soll ich jetzt mal satt fressen hier? Schnuppert er direkt am Arsch erstmal rum. Der hat schon nie einmal. Okay, ist sesshaft geworden. Schön. Der hat schon einmal jemanden verprügelt, ne? Ich würde aufpassen, Kollege. Komm her, geh mal ein bisschen was fressen. Was muss ich denn eigentlich machen, um sie glücklich zu stellen? Informationen. Hat ein Gänseblümchen gegessen oder hat eine Butterblume gegessen? Okay. Gänseblümchen oder Butterblumen. Dann wären die rammewillig. Auch gut zu wissen. Gänseblümchen oder Butterblume. Das merken wir uns fürs nächste Mal. Noch ein Maiskolben, mit dem ich nichts anfangen kann. Du bist noch am Wachsen, ne? Ja. Der ist ja schon fertig hier. Aber die vertragen sich jetzt hier. So, da haben wir noch ein Vögelchen. Was? Dann haben wir auch hier. Wenn ich das verkaufe, kostet mich das minus 100.
Einfach jetzt mal als Beispiel. Wenn ich das Ding zerkloppe, irgendwann wird es automatisch kaputt gehen. Irgendwann wird es automatisch kaputt gehen. Und es würde noch zwei weitere Samen abwerfen, die ich neu pflanzen könnte oder auch verkaufen könnte. Und eins dieser Dinger hier kostet 100, kannst du verkaufen. Das gibt ordentlich Kohle. Und wenn man sich dadurch so einen kleinen Gartenbereich machen würde. Fudgehawk! 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 Sieht aus, als wäre da ein Fudgehawk. Er mag Disteln und Worms. Wenn du von einem genug hast, lässt er sich blicken. Ey, wer erfrisst meine Worms? Ich schwör's dir, ich verprügel ihn. Den lasse ich nicht meine Worms fressen, ey. Ein Verkauf, warte mal, pass mal auf. So, ihr beiden, damit ihr euch gleich mal vertragt wieder. Direkt mal wieder am Rammeln seid. Das versteht er, wer will. Das versteht einer, wer will. Was bist du eigentlich für einer? Gänseblümchen. Butterblumen oder Dingens brauchen die, ne? Komm, hasch mich. Ja, ich bin auf dem Weg. City. 1, 2, 3, 8, 9. Autschen! Vorsicht! Ja, ist ja gut. 19. 20. Hallo! Schön. Können die rammeln, dann kann von mir aus der Typ die Nummer 3 angreifen, aber sobald eins von den anderen beiden hier attackiert, ey, gibt's Backenfutter, schwör ich euch. Chica ist ein bisschen schneller jetzt. Chico und Chica haben einen Technenmächte. Hä? Müssen die eigentlich? Entschuldigung. Hat ein Quackberry gefressen und einmal Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Okay, das heißt, das liegt an uns, das herauszufinden, was genau der noch braucht. So, den Technomächte mussten wir jetzt nicht unbedingt dabei wohnen. Hat man ja schon gesehen bei denen. Das ist noch ein Pets Trail. Aber die scheinen jetzt beide hier drinnen zu sein. Nummer 2 und Nummer 3. Warum gehen sie nicht direkt dann hier ins Haus rein, wenn auch hier so viele Karotten liegen? Der eine hat Schnupfen und der andere muss die ganze Zeit kratzen. So, wie sieht es aus eigentlich mit den Sparrow Mines? 1 und 2 ist drinne. Habe ich noch einen dritten? Da flirrt noch einer von mir rum. Meine Hasen sind gerade in Sicherheit. Tut mir echt leid, Digga. Aber das kann ich nicht zulassen. Schön. Wo ist dein Vater? So, meine Mutter war draußen. Tja, wir müssen uns anscheinend wieder gleich von einem Bunny Comp verabschieden. Maßgeblich verändern, ich meine nicht diese Menschen, die nur da sind, um dich zu blenden. Das Leben ist wie Krieg, es gibt sehr viele Verletzte, du fragst dich, wie. Noch so ein zweites, eigentlich ganz cool. Ah,
sagen, ich verändere diese vielen Geschichten. Hauptsächlich Nummer 2 auch. Du bist krass, aber was bringt dir das? Ich nehm die Trauer aus deinem Herzen mit diesem Satz. Diese Welt ist grau, ich weiß. Ein Pinal läuft Gefahr, gefressen zu werden. Alles, was du heute sagst, hat von keiner Bedeutung. Das heißt, wir brauchen nochmal einen zweiten Bunny kommt. Nee, warte mal. Was müsste nochmal? Gänseblume, Gänseblume oder Butterblume. Das heißt, wir drücken mal auf den und sagen, Digga, fressen. Verkaufen tun wir das hier. Was noch? Sei ja nichts mehr zu verkaufen, wa? Ja, wir könnten auch das hier verkaufen mit dabei. Wer bist du? Warum 4? Dann wirst du auch direkt verkauft. Ja. So. Das heißt, wir haben jetzt unsere beiden Pet Trails. Ergo. Oh oh, warte mal, ich bin aus dem Ding gekommen. Na, los, komm rein. Trau dich, du Scheißvieh. Trau dich und du wirst umgebracht. Ja. Ganz eingejagt, hä? Na, Schaufel würde ich mir auch nicht anlegen wollen. Wieso hat er jetzt die Gänseblume nicht gefressen? Bunny kommt, 3. Gänseblume, hier. Phrasen jetzt. Scheiß Vieh. Geht doch. So, jetzt hat er schon mal ein Herzchen oben drüber. Jetzt brauche ich, wenn noch eine Karotte. Guten Morgen. Masche. Wie geht's uns? Am liebsten gut. Ja. Mhm. Und in der richtigen Stimmung zum Geld ausgeben. Nein. Ja, ja. Das war's für mich schon. Also abgemacht. Kein Kredit. Ja, ja. Keine Rückerstattung. Halsabschneiderin. Ich habe immer noch keinen guten Zaun. Bei so einem Meschendrahtzaun. Ja, ja. Phrasen. So. Das heißt, wir warten jetzt noch das noch ein. Okay. Da ist jemand rammelfreudig. Naja, es ist ein normales Vieh. Apropos, warte mal. Postamt. Tagebuch. Wir brauchen mal die Enzyklopädie. Leofas. Sesshafte Pinatas. Bla bla bla. Pinatas brauchen wir. Donut, Basel, bla bla bla. Fütterschei. Gibt's hier nicht. Super, ich habe etwas bekommen, was hier nicht aufgezeichnet worden ist. Was war denn das für ein Einhorn? Merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Ja, ich bin schon auf der Suche nach einem geeigneten Kollegen. Und ich wollte jetzt nach Petstrail gucken hier. Ob die jetzt die Behausung auch nicht zu teuer ist. Morgen, Moin. Chef. Ich würde dir ja ein Schinkenbrot anbieten, aber ich habe gerade das letzte gegessen. Du musst den Arbeitsschuppen. Gut, das kann ich mir leisten.
Der Garten muss unbedingt jetzt mal größer gemacht werden. Hier so hin, ne? Stimmt genau. Passt. Was ist passiert? Baumeister aus einer sauren Jellybean! Nein! Wo ist das Scheißvieh? Wo ist das Scheißvieh? Wo ist das Scheißvieh? Dein Garten macht sich. Gut gemacht. Du scheinst immer besser. Ich scheine immer besser werden. Titelverbesserung! Na, Opa? Oh yeah! Nach der vielen Zeit, die du investiert hast, kannst du dich einen erfahrenen Gärtner nennen. Schön. Oh! Du musst dir etwas mehr Mühe geben. Der Garten sieht immer noch nach Hobbygärtner aus. Das macht deine Schaufel noch stärker. Gut. Freue ich mich. Dann kann ich den Jellybean noch fester aufs Maul hauen. Hey Raisin, ich glaube, du willst irgendwie was fressen. Ich glaube, Äpfel oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau, was du brauchst. Wie gesagt, ja, ich habe schon ein bisschen gespielt, aber ich habe noch nicht so viel gespielt. Arachnid! Die sehen auch süß aus. Ui! Hast du Schluck auf? Du hast eine Arachnid angelockt. Arachnids lassen sich nur in den Gärten der erfahrensten Gärtner blicken. Also ich hab gerade erst angefangen. Digga. Ich kann jetzt ein Loch graben. Was ich auch vorhabe, und zwar in der Mitte. Dafür müsste ich erstmal das alles wegmachen. Ich möchte in der Mitte gerne ein Loch graben. Ich weiß, wie ich den hier reinkriege. Das dauert aber noch ein bisschen. Erst weiß ich am Basteln. Ich will nicht nur ein Loch graben, ich will... Kann ich noch gar nicht. So, ich dachte, ich könnte jetzt hier einen Teich graben oder sowas. Eingang habe ich hier gemacht, genau. Wie gesagt, Leute, sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber es wird hier alles vergrößert und sowas. Hast du nicht gesehen? Das macht schon alles seinen, hat schon alles seinen Sinn. So, jetzt will ich noch mal kurz gucken, wo wir denn Raisend, der haut gerade wieder ab. Okay. Schups. Ah, hier haben wir noch einen Bunny kommen, sehe ich gerade. Perfetto. Den Bunny kommt. Wo ist er denn? Hi. Der ist ja in Ordnung. Nichts gesagt. Fresse. Bunny kommt gerade wieder weg. Schade. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Und deswegen werde ich das mal hier pflanzen. Ja. Das, was ich mir gedacht habe. Der braucht noch ein bisschen Wasser. Diese Gießkanne hat ein bisschen mehr Leistung. Also kann ein bisschen länger geschüttet werden. Was ja nicht ganz so verkehrt ist, meiner Meinung nach. So. Der Baum wächst jetzt. Oh, ist eine super Ecke hier gewesen. Dafür. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Wo ist ein anderer Pet Stray? Ist er schon hier drin, ne? Nö. Kann ich den nochmal... Ah, so. Eieieiei. Ja, ich weiß, du bist rammelgeil. Aber ich hab noch...
Raisins. 3 beliebige Früchte gegessen. Ich habe jetzt keine Kohle, jetzt Früchte. Pass mal auf. Bitteschön. Alter, was jumpt denn dieser Apfel hier rum? Erstmal Raisins. Alter, willst du mich verarschen? Ich verprügel dich, ne? Ist das dir bewusst? Scheiß Kerl. Es wird gerade dunkel, deswegen haut er ab. Klick. Das hört sich so bescheuert an. Da, fressen! Du bist ein Scheißkerl. Okay, gut. Lassen wir es mal hier liegen. Oh, oh, was hast du denn jetzt? Ah, Dieb! Badge Sisal. Cycle, Sisal. Oh. Wenn der Garten gut genug ist, das andere Nacht wird er wohl auch gut genug sein für ein Bett. Was soll das denn heißen? Hat er so wenig Ansprüche? Experiment in einem Pen. Da hinten ist noch ein Bunnycomb. Ich werde jetzt demnächst mal alle Namen mal rausschreiben, die ich gerne so geplant habe bis jetzt. Bei einem Namen habe ich nämlich schon, dem möchte ich mich nämlich bedanken. Weil der immer bis jetzt am meisten Kommentare und sowas geschrieben hat. Und ja, damit möchte ich einfach mal meinen Dank damit aussprechen. Ist ein netter Kerl. Ich hoffe, er wird mich demnächst mal auch adden bei Xbox Live, dass wir mal wirklich zusammen zocken können. Das wäre voll nicely. Und das ist mir ein Petstray-Name wert. Also dann würde ich ihn dann einfach einen Petstray hier benennen. Brett's Tail. Entschuldigung, Brett's Tail. Werde ich demnächst mal raussuchen mit dem Namen. Und dann an meinen anderen Kollegen werde ich auch einen Namen vergeben. Ein Bunnycomb wird auch danach benannt werden. Und dann gibt's noch... Und dann gibt's noch ein Mädel, was ich auch noch gerne benennen möchte. Oh oh. Das war knapp, Alter. War ja schon fast auf den letzten Strich hier. Wollte gerade auf den letzten umwechseln. Oh, der Bunnycomb hat sich gerade gefreut, hat gespielt. Im Endeffekt macht man eigentlich wirklich nicht viel, also die ganze Zeit hin und her switchen. Dann merken, oh, hier kommt was Neues, das dann machen und sowas. Es wird aber mehr. Könnt ihr mir glauben, mit der Zeit wird man wesentlich mehr Aufgaben haben. Man muss wirklich überall gucken. Man hat auch genug Kohle, um halt mal ein bisschen hier zu basteln und sowas. Das auf jeden Fall. So, komm her, Bunnycomb. Ich brauche jetzt noch einen. Dann kriegst du die Butterblume. Dann können wir euch nämlich auch zum Rammeln bringen. Das wäre sehr nicely. Dann werden wir nämlich noch ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Die bekommen jetzt aber durch diesen Baum auch nochmal extra. Also die Bäume geben extrem viel Erfahrungspunkte. So. Speichervorgang. Speicher ziemlich oft. Was ja auch nicht so verkehrt ist. Ne? Das stört ja den Spielfluss nicht, während er speichert. Man kann in Ruhe weitermachen alles. Also ist nicht verkehrt. Mehr. So sind alle, was Sozial und Gerechtigkeit, wenn Kinder schändern, nur 5 Jahre kriegen. Ja, es tut mir leid. Auf zu schnuppern, rein jetzt mit dir. Alter, rein mit dir. Besser so. Nein! Nicht abhauen. Nicht abhauen. Jagen lassen, Alter, wenn es so weitergeht. Fretz, tätst du noch nichts?
mich, ob ich auch sowas halten könnte. Ja. Ganz schnell versinken. Ganz schnell. Verbesserung, was ist denn los jetzt hier? Perfekt, das habe ich doch gewollt. Neues Kapitel in der Geschichtsbuch, das machen wir gleich. Nochmal kurz nach dem Baum schauen. Der ist noch in Ordnung. Sehen wir das jetzt auch an, oder? Ja, sieht er sich automatisch an. Okay, gut. Lass knacken, Digga! Toll! Total schön! Haselnussstrauch!
Perfetto. Haselnussstrauß. Was? Auszeichnung als... Alter. Gut gemacht. Ja. Stufe 8 haben wir jetzt schon hinter uns. Wir sind hier, Alter. Es wird nicht weniger. Neues Kapitel, genau. Den wollten wir uns jetzt nochmal... Den gucken wir uns mal an jetzt. Tagebuch. Neues Kapitel freigeschaltet. Freigeschaltet. Machen wir ein Tagebuch. Ja. Ich möchte die Karte auch gerne sehen. Geschichtenbuch. Kapitel 1 haben wir noch gar nicht gesehen. Das ist Pinata Island. Es ist der unglaublichste Ort der Welt, denn hier gibt es freilebende Pinatas. Im Zentrum der Insel liegt Pinata Central. An diesen Ort werden Pinatas gebracht, die voll mit Süßigkeiten sind, um von dort an Partys auf der ganzen Welt geschickt zu werden. Um Pinata Central herum gibt es eine Menge Gärten. Die Bewohner von Pinata Island wissen, wie man sich um das Land kümmert. Und so bleiben die wilden Pinatas in ihren Gärten, bis sie voll mit Süßigkeiten sind. Pinatas, die voll sind mit Süßigkeiten, können dann nach Pinata Central geschickt werden, damit jede Party das Pinata erhält, das am besten passt. Pinatas lieben Partys. Wenn sie aufplatzen, ist das wie 5 Geburtstage auf einmal. Nach der Party kehren die Pinatas nach Pinata Island zurück, um sich wieder mit Süßigkeiten vollzustopfen und dann auf die nächste Party zu gehen. Dies ist eine erstaunliche Insel. Und mein Garten war der erstaunlichste Ort auf dieser Insel. Ich war hier berühmt. Aber irgend so ein Schädling hatte plötzlich etwas gegen mich. Um es kurz zu machen, meine ganze harte Arbeit war umsonst. Ich wünsche mir oft, ich wäre noch jung und stark genug, um den Garten wieder in Ordnung zu bringen. Aber diese Zeiten sind vorbei. Jetzt ist es dein Garten. Und vor dir liegt eine Aufgabe, der selbst ich vielleicht nicht... Okay, das war das erste Kapitel, den wir noch hatten. Jetzt gucken wir uns mal das dritte an. Der kleine Stardust wuchs schnell heran, genau wie mein Garten. Ich habe einen Helfer namens Lester eingestellt, um mir einige weniger qualifizierte Aufgaben im Garten abzunehmen. Er war in Ordnung, aber er hat ständig etwas aufgeschrieben und Zeichnungen und Pläne gemacht. Wenn ich ihn bat, etwas zu erledigen, hat er es meist verbockt. Dann habe ich ihm gezeigt, wie er es richtig macht, und er hat alles aufgeschrieben. Wenn er besser gehört und weniger geschrieben hätte, wäre er mir wohl eine größere Hilfe gewesen. Ich habe ihn auch erwischt, wie er versucht hat, wichtige Arbeit zu umgehen, nur damit er ein paar Pinatas mehr in eine Kiste für Pinata Central packen konnte. Stardust hat jeden Tag dazugelernt, was gut war, da ich dahinter kam, wie Lester mit Süßigkeiten herumfuschte. Eines Nachmittags kam ich an den Stachelbeersträuchern vorbei und sah, wie Lester in einem Topf mit einer klebrigen schwarz-roten Flüssigkeit rumrührte, die sauer roch. Das Geheimnis glücklicher Pinatas sind erstklassige Süßigkeiten. Hier kann man sich keine Kompromisse leisten. Wenn man mit Süßigkeiten herumexperimentiert, weiß man nie, welche Wirkung das auf ein Pinata hat. Ich habe Lester sofort entlassen und der kleine Stardust hat seine Arbeit übernommen. Ersetzt durch einen kleinen Jungen. Lester war darüber ziemlich verärgert, aber ich wusste, dass Pinata Central... Na, war das vielleicht das Problem, was er dann hatte, die er ihm gerade geschildert hat am Anfang? Ich habe keinen Bock jetzt irgendwie aufzuhören. Ich mache mal ein bisschen weiter. Komm, wir produzieren mal ordentlich vor jetzt.